Hallo, pünktlich zu Weihnachten gibt es nochmal ein Software-Update für euren Mosconi DSP. Wenn ihr wissen wollt, was diese CD-Technik aus den 80er Jahren mit modernem Hi-Res-Audio-Streaming, Multimedia-Player zu tun hat und was es sonst noch Neues gibt in der Software, bleibt dran, ich erkläre das in diesem kurzen Video. Zunächst ein paar Kleinigkeiten. Die erste Änderung wird euch auffallen, sobald ihr die GUI startet, die Software startet. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Software im Admin-Modus als Windows-Administrator ausführen zu lassen. Das hat den Vorteil, dass die Berechnungen im Hintergrund etwas schneller gehen und Windows nicht auf die dumme Idee kommen kann, während des Firmware-Updates komische Geschichten wie ein eigenes Update zu machen oder ähnliches. Wenn ihr aber keine Admin-Rechte habt, weil ihr einen Firmenrechner benutzt oder ähnliches, könnt ihr auch mit GoOn wie bisher weitermachen. Dann läuft die GUI nicht im Administrator-Modus, ist dann halt ein wenig langsamer. Die zweite Neuerung ist der Startbildschirm, wo ihr auswählen könnt, welches Device ihr habt. Da seht ihr auch schon, für 2022 ist einiges Neues geplant. Und ihr könnt jetzt auch direkt beim Start schon, wenn ihr ein bisschen Offline-Spiel spielen wollt, zu jedem Device eine kurze Infokarte aufrufen. Was ist das überhaupt? Was kann das Gerät? Okay. Die grundsätzliche Funktion vom Launcher hat sich nichts dran geändert. Ihr wählt das Device aus und seid dann in der GUI selber drin. Hier habt ihr nochmal die Option Run as Admin. Das heißt, diese Administrator-Rechte-Geschichte könnt ihr hier nochmal an- oder abwählen. In dem Moment, wo ich das hier aktiviere, muss allerdings die GUI neu gestartet werden, damit das wirksam wird. Das kann ich mit einem Ja ausführen oder mit einem Nein verhindern. Wenn die Checkbox aktiviert ist, startet die GUI beim nächsten Start automatisch im Admin-Modus. Kommen wir zu den ersten kleinen Funktionsupdates dieser neuen Software. Im DSP-Monitor-Modus könnt ihr jetzt, das betrifft den 628 Aerospace und den 812 Aerospace, die Devices mit verschiedenen Digitaleingängen könnt ihr jetzt die automatische Suche, wie es bisher war, aktivieren. Das heißt, die erste Digitalquelle, wo ein Signal erkannt wird, wird benutzt. Oder ihr könnt den DSP fest einstellen auf einen bestimmten Eingang, wenn ihr zum Beispiel ein MOST-Interface benutzt, welches nur den Toshlink-Eingang belegt. Und die anderen beiden Digitaleingänge unbenutzt bleiben, dann könnt ihr den DSP jetzt sagen, benutze nur den Toslink-Eingang und such nicht immer alle digitalen Eingänge nach einem brauchbaren Signal ab. Die zweite größere Änderung, in der Praxis ganz sinnvoll, betrifft das Messsystem, gerade mit externen Quellen. Da ist hier ein Button dazugekommen, wo man einstellen kann, wie hoch ist mein Hintergrundrauschen, meine Hintergrundgeräusche. Da gab es in der Vergangenheit schon mal Probleme, wenn man mit einem externen Sinus-Sweep misst und ein Mikrofon im Einsatz hat, dass das Messsystem zu empfindlich war und die Messung durch Hintergrundgeräusche nicht möglich war. Das ist jetzt gefixt. Wenn man also mit Mikrofon misst, dann einmal kurz diesen Button betätigen, Noise Floor High für Mikrofon. Dann läuft die Messung erst los, wenn am Eingang, am entsprechenden Eingang vom Mikrofon ein Pegel von minus 40 dB erreicht ist. Die Standardeinstellung mit einem geringen Rauschpegel ist minus 70 dB, dass die Messung losläuft. Was ist im Messprogramm noch passiert? Für alle DSPs ist die komplette Frequenzgangmessung einmal komplett durchkalibriert. Das heißt, 0 dB heißt auch 0 dB
Und minus 6 dB heißt minus 6 dB. Bisher war das ein relativer Wert, der in sich gestimmt hat, und das ist jetzt durchkalibriert. Jetzt werden tatsächlich die Absolutwerte angezeigt, sowohl im Phase-T-Analyzer als auch im Frequenzgangschieb. So, und die entscheidende größte Neuerung bei dieser Software findet ihr im DSP-Monitor, und da sind wir auch wieder bei der CD. Es ist jetzt möglich, den DSP zu steuern über einen Pilotton, den habe ich hier auf die CD draufgebrannt. Wie das Ganze im Detail eingestellt wird, dazu gibt es wieder das YouTube-Schulungsvideo. Hier ist schon eingebunden, Schulungsvideo Pilotton. Und wie das Ganze in der Praxis funktioniert, da kommt da jetzt mal mit raus. Das demonstriere ich euch in meinem Auto. So, wir haben ja einen ganz normalen Mercedes W205, millionenfach auf deutschen Straßen unterwegs. Das ist mein Privatwagen. Da ist nichts Spektakuläres dran, außer natürlich, ich sitze an der Quelle, die Lautsprecher und die HiFi-Anlage. In meinem Nachbarbüro sitzt einer der weltbesten Lautsprecherentwickler. Der hat hier ein neues Sound-Quality-System. Das fahre ich im Moment als Prototyp, das Ganze angetrieben, natürlich über ein DSP von Mosconi mit einer Pro 530N-Stufe. Das ist schon ein bisschen was Feineres. So, und betrieben wird das Ganze, und da ist der große Flaschenhals vom Werksradio. Das könnte genauso gut ein VW T61 sein oder ein BMW oder ein Mini. Alle Fahrzeuge, die nach diesem Konzept gebaut sind, haben das gleiche Problem: die Quelle, das Werksradio. So, hier im Fahrzeug mit meiner CD. Wie gesagt, Auto ist kurz vorgestellt, tolle Lautsprecher, tolle Endstufe, ein guter DSP, der mit dynamischem Eingangs-Equalizing und Phasenkontrolle das Maximale aus diesem Werksradio rausholt. Aber das Werksradio, dieses Mercedes-Radio, bleibt der Flaschenhals in der ganzen Musikwiedergabe bis zu dem Augenblick, wo ich meine CD einlege. Was passiert? Also, im Moment ist hier erstmal alles original. Ich höre Radio, ich höre von USB oder Bluetooth oder was auch immer, wie ich das gewohnt bin. In dem Moment, wo ich die CD einlege und der Pilotton auf dieser CD vom Prozessor erkannt wird, schaltet der Prozessor den Eingang um auf mein Handy. Da hängt ein hochwertiger USB auf SPDIF-Konverter dran. Und der Audioweg geht direkt in den DSP in erstklassiger Hi-Res-Audioqualität. Ich steuere das Ganze wie gewohnt, wie immer, über meine Lenkrad-Fernbedienungstasten in der Lautstärke, über den Drehregler, wenn ein Telefongespräch reinkommt, wenn eine Navi-Durchsage kommt, wenn eine Verkehrsfunk-Durchsage kommt. Das bekomme ich alles mit, weil das Radio die CD in dem Moment stoppt und der Prozessor automatisch wieder sehr schnell auf das Werksradio zurückschaltet. Das heißt, ich merke von dieser ganzen Geschichte in puncto Komfort nichts, habe aber astreine Audioqualität an dem Flaschenhals, dem Werksradio vorbei. Einfach mal ausprobieren, einfach mal gegenhören. Der Klangunterschied zwischen diesen beiden Audiowegen vom OEM-Radio oder direkt digitaler Zuspieler, Mediaspieler, Handy, was auch immer, der Klangunterschied ist gravierend, absolut. Ja, dann gehen wir mal wieder rein. Jo, insgesamt eine coole Geschichte. Pilotton rein, Musik direkt in den DSP von eurem Hi-Res Audio Player, von eurem Smartphone, woher auch immer, dieses shitty Werksradio umgehen und endlich die maximale Performance aus der Anlage und aus den Lautsprechern rauszuholen, dass beim Musikhören auch wieder ein bisschen Gänsehaut entsteht und Feeling und Emotionen rüberkommen. Okay, ja, ansonsten haben wir noch ein paar Kleinigkeiten im Hintergrund verbessert. Also ich würde empfehlen, das Update auf jeden Fall aufzuspielen. Wir haben die Datenrate im DSP-Monitor ein bisschen reduziert,
damit kleinere, schwachere Laptops damit nicht überfordert sind. Wir haben die Geräuschmessung präzisiert, ein bisschen beschleunigt, die ja auch für das dynamische Eingangs-Equalizing mitgebraucht wird. Das heißt, das läuft jetzt auch ein bisschen praxisorientierter, smoother. Und ja, soweit zum letzten Update für dieses Jahr. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr an weiteren Neuigkeiten interessiert seid. Und ansonsten bleibt mir nur zu wünschen vom ganzen Gladen und Mosconi-Team frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir starten durch und sehen uns wieder. Bis dann.